Okay, willkommen zurück. Ich habe ein bisschen die Anmoderation vercheckt gerade, weil ich das Ganze komplett hintereinander aufnehme. Ja, machen wir doch einfach direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. That you're going to risk a scenario. I won't stop you, but be careful, your journey is not yet over, is it? No. You can't count on us about sale. There should be enough people who can still move. Thank you. When I settle everything, I'll be back. With Shanna. So, jetzt können wir uns erstmal ein bisschen in der Stadt umgucken. Ich werde direkt mal nutzen. This is revenge for everyone! Revenge! Stop it, it's me! Is it that? Both of you have grown up. That, Senra, got everybody. I got them, everything is okay now. Everybody's dead. Not everybody. What? Not everyone was killed, so you have to help the people in the village. They will rescue Shannon. Indeed, do what you can. I get medical help, me too. Kinder sind das schön. Love and I can take care of what's going on here. Ich wundere, warum ich da so blöd rumlaufe. It was a nightmare, the first person in blah. Oh no, Shana's doing. An dem Brunnen nicht irgendwas? Scheiße. Ich weiß, dass da hinten an dem Grab was ist. Hier, glaube ich. What is this? It's Stardust. Okay, der andere Gräber nutzt einfach nur. I'm praying for the. We want to ask for help from Indra's castle, but they say there's a guardian living in the limestone cave on the way, and we could go. Master Tasman! You are dark. You are safe. I thought you ought to use the sword. I won't be killed so easy. I thought. But we were outnumbered. Couldn't stop them by myself. You already heard about Shanna? I am heading to Helena. Then have a match with me before you go. I want to see if you have the ability to rescue Shannon. Master, don't be silly. Yes, Master, please. Yes, Master, please. Then show your true power. Don't even think about being easy on me because of my injury. Shall we begin? Bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwas Nützliches bringt oder einfach nur nochmal quasi das Kampfsystem erklären will, aber ich werde es sehen. ABCs of sword fighting, I taught you. Ah, fick dich, bin fein. Das war ja den Fall. Ask me now. Was ist immer gegen den Kämpfen? That's a shame. You shamelessly came back because you weren't here, I damn. What are you gonna do about my things to watch? Von meiner Heal Potion. Hier noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Nein. Keine Ahnung. Ich denke auch echt nicht, dass ich nochmal zusammenkriege, wo die ganzen Stardust-Ringer waren. Helena Prison. Helena. 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 Durch die Ratte an die Wand hochlaufen kann. Spider-Rat. Be good in there. Oh, sie weint. Das kann ich nicht zulassen. Who the heck is this girl? It's the girl, you can tell me.
The World's Future Restaurant. That's it. There's enough information for you. Those of you who don't know the dress the way you should just do what their orders say. I'm not talking to your orders. Only His Majesty Doe can order me. Anyway, you must remember this. If you make a scratch on her, it will cost more than your head. This is a message from Emperor Doe. Arr. Arr, die war auch noch flash. Ja, da seht ihr auch schon, es gibt so eine Übersichtskarte und man läuft dann quasi so einzelne Abteile, so quasi so Dungeons rein, indem man sich dann wieder relativ frei bewegen kann. I lost the scroll. Oh well, in those terrible times you have to protect yourself. What do you think, wanna buy something? Bye. Burnout, bla bla, Healing Potions. Yes. Don't you want to know how to use the items? I can teach you that. No thing. I see, can you teach me how to use items? Okay. So, wenn ihr diesen tollen Pfeil da über meinem Kopf beobachtet, der wird jetzt irgendwann rot werden, ja? Das heißt, dass es ist so ein gemixtes System aus Random Encountern und später im Gefängnis werdet ihr noch sehen, dass auch Leute direkt rumlaufen können, die ihr dann alarmieren können, gegen die ihr dann kämpfen müsst. Dieser Pfeil soll halt nur anzeigen, dass ihr euch auf den Kampf vorbereiten müsst. Wenn er grün ist, ist kein Problem. Wenn er gelb ist, ist ein Kampf wahrscheinlicher. Und wenn er rot ist, kommt der Kampf dann eigentlich direkt. Dass man so ungefähr weiß, wenn man vielleicht noch eine Healing Potion nehmen will. Jetzt habe ich vergessen, mein Ding umzustellen. Und Double Slash ist total ineffektiv. Okay, dann würde ich das sagen, zeige ich euch schon, wie so ein Burnout funktioniert. Und jetzt muss man wie ein Bekloppter auf die Taste drücken. Damit das Ding immer kräftiger und besser wird. Das war jetzt zum Beispiel nicht so gut, aber hat keinen Schaden. Die Leute, die ein Turbo-Pad haben für PlayStation oder auf Turbo, die sich stehen beim Emulator, werden sich hier richtig freuen, weil eigentlich, wenn man ein Turbo-Pad hat, also ich hatte auf meiner PlayStation 1 auch später eins, wenn es bei dem Spiel ausbricht, kommt man irgendwie auf unwahrscheinlich krasse Zahlen. 500% her, ja, und auch der Schaden ist da natürlich sehr viel höher. Auf den Wegen hier gibt es auch immer so schöne kleine Dinge, wo man dann immer so spezielle Wege geben muss, um die Truhen zu finden. Manchmal muss man auch nochmal zurückgehen, um die dann zu kriegen. Hat so natürlich auch viel mehr Random Encounter. Also wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, kann ich euch empfehlen, ihr lauft bis... Okay, hier noch nicht. I have no time to deal with it. It reminds me. This way. Cut it out, leave Shanna alone. Hang in there, I'll get you out of from there. Was können wir hier? Lauft hier immer hoch und runter, dieses Stück. Lauft die ganze Zeit hoch und runter, bis ihr gut hochgelevelt habt. Kann ich euch definitiv nur empfehlen. Das wird alles so viel einfacher machen. Ich werde das jetzt erstmal beinhart ignorieren. Yes.
levelt da ein bisschen Dato, levelt seine Kombos hoch. Jedes Mal, dass er die Kombi ausfüllt, steigt der XP bei mir. Ich muss eh das jetzt mal ändern, irgendwie, bevor ich das wieder vergesse. Dann seht ihr das auch direkt. So, hab ich schon Level 3. Also solange Dart noch allein ist, kriegt er natürlich auch mehr XP. Also die XP werden nachher geteilt. Sprich, wenn wir zum Beispiel, wenn alle Leute in eurer Gruppe sterben, sieht das Ganze so aus, dass ihr extrem mehr XP habt für den einen, der überlebt hat. Also drei Leute können am Kampf teilnehmen, wenn zwei sterben, hat der dritte einfach unwahrscheinlich mehr XP. Nochmal. Ein Problem. Naja, es kommt echt cool rüber. Ich glaube eigentlich nicht, dass das so richtig ist. Da seht ihr auch an den Farben, das sind verschiedene Elemente, die Typen haben. Oh, aber ich lasse mich drüber. Ich war zu spät. Das kommt auch noch dazu. Ja, das war ja auch übelst fail. Ich sollte mich ein bisschen konzentrieren. Die Monster können auch blocken. Also es ist nicht so, dass die jetzt jedes Mal eure Kombo nachher durchziehen können. Oder hier wieder. Das ist ein Blockversuch. Entweder drückt die falsche Taste. Ja, ich drücke eindeutig die falsche Taste. Chance war jetzt 50-50. Epic Fail, würde ich sagen. Okay, weiter geht's nach Helena, Helena Prison. Auch in der Oberwelt gibt es Random Encounter, aber keinen schönen Fall der Fianze. Oh, es ist ein Hirn. Oh, Gott sei Dank. Ich schieb's einfach drauf, dass ich ein bisschen erkältet bin. Deswegen räusper ich mich auch so oft. Also ich glaube, wir kriegen den Anfang von Helena Prison noch mit. Und dann muss ich schon wieder einen Cut machen. Ich frage mich immer noch, ob das ein Saurier oder ein Drache ist. Das ist echt undefinierbar. Well, how can I sneak in? Ganz zufällig fährt natürlich jetzt so ein Lieferungsding da rein. Die Krawalle. Entschuldigung. Oder. Auch da hinterher. Ah, ihr seht schon, jetzt der Bike immer rot. Weil ihr immer angreifen könnt. Angriffen werden können. I see. Good meat and fish. Surfer will be happy. You bought a lot recently, is there something going on? It's not the business of a merchant like you. Okay, okay, sorry. I'll inspect the load. Bing! Oh nein, ich muss mich verstecken, er kommt immer näher. Wow, krass. Man könnte das jetzt als Quicktime-Event betrachten, aber in Wirklichkeit ist das echt nur eine kleine Sache, um deine Attention zu behalten, weil es passiert nichts, wenn du es nicht schaffst. Kannst direkt wieder weitermachen. Ja, okay, ich würde sagen, das war's jetzt mal von Part 2. Und wir sehen uns in Part 3. Für mich ist das gar kein Unterschied, weil ich nehme eh alles ins Ballern.